Elena, du bist eine Expertin auf dem Gebiet der Gerüste. Wie bist du eigentlich in dieses Feld eingestiegen? Ja, ach, irgendwie bin ich da so reingeraten, ne? Ursprünglich komme ich aus der Gastronomie, ja, und bin damals einfach von der Firma Blizzard abgeworben worden. Seitdem bin ich nenne es gern meine Kreativabteilung, ja, hier reingeraten und sehr glücklich hier. Interessant. Kannst du uns denn etwas noch über die Sicherheitsrichtlinien und die richtige Verwendung von Rollgerüsten erzählen? Ja, Rollgerüste sind fantastische Hilfsmittel für Arbeiten an erhöhten Stellen. Aber Sicherheit geht immer vor. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen, vor allem in Bezug auf die Belaghöhe und den Aufbau. Drinnen nicht höher als 12 Meter und draußen nicht über 8 Meter Bahn. Das sind so die Grenzen, an die wir uns alle halten müssen. Gibt es denn dann auch spezielle Vorsichtsmaßnahmen oder Regeln beim Aufbau von Rollgerüsten? Ja, absolut. Der Teufel steckt im Detail, besonders beim Aufbau. Denk daran, dass ab einer Absturzhöhe von 1 Meter das Risiko besteht, herunterzufallen. Ja? Nicht gerade unser Plan für den Tag. Also immer schön die Schutzmaßnahmen gegen Absturz beachten. Und hey, Gerüste sind toll, aber nicht alle aus Bauteilen zusammengeschusterten sind auch wirklich sicher. Achtet immer darauf, dass sie nachweislich brauchbar sind, bevor sie eben zum Einsatz kommen. Okay, das ist gut zu wissen. Was ist denn deiner Meinung nach dann der wichtigste Faktor, wenn man auf Rollgerüsten arbeitet? Ja, Sicherheit ohne Zweifel. Da muss ich nicht lange überlegen. Ja, die Dinge sollten konstruktiv festgelegt sein. Ich meine, wir wollen keine Halsbrecheraktionen auf wackeligen Gerüsten, oder? Nee, auf jeden Fall nicht. Gibt es denn abschließend noch Tipps für diejenigen, die Rollgerüste nutzen? Immer schön die zulässige Belasthöhe beachten. Wir wollen ja keine unbeabsichtigten Abenteuer auf wackeligen Gerüsten. Und bitte vermeidet jeden Anprall. Wir sind hier nicht bei einem Karambolagewettbewerb. Ja. Und ja, ach ja, bevor ich es vergesse. Und falls mal Sturm aufzieht, sichert eure Gerüste lieber. Nicht, dass sie eine kleine Tanzanlage auf dem Bau machen.